Servus Leute, heute Ausgabe Nummer 13 vom und damit ein herzliches Hallo Sebastian hier von DEFMA Models. Ja, willkommen zur Ausgabe Nummer 13 von dem Mercedes LKW. Und genau, ich habe ja im letzten Video hatte ich ja ein bisschen im groben Blick nicht leicht gedeutet, welche Teile wohin gehören, aber die Teile unterscheiden sich doch ein bisschen, und zwar nach Abgleichen der Bauanleitung habe ich jetzt in diesem Beutel hier für die Ausgabe Nummer 13 deklariert. Ne? Und zwar aus folgendem Grund, hier sind zwei so Längsstreben drauf und bei dem anderen Teil ist hier nur so eine L-Form drauf. Ne? Daher, also falls ihr das Modell auch baut und Probleme habt, da die Unterschiede zu finden, achtet einfach auf diese zwei markanten Details, um da die Teile richtig zuzuordnen. Ne? Genau, wir haben jetzt hier noch Heft 13, ne? Das schauen wir uns eben zusammen an und dann geht's mit Basteln weiter. So, kommen wir zuerst zum Heft und da, wie gesagt, werden wir uns heute um dieses angesprochene Längsteil kümmern, und zwar diesen Querträger, denn wir haben heute das Thema Rahmenzusammenbau Teil Nummer 4 und ihr seht es schon im Bild, unten werden wir den Längsträger verlängern. Ne? Wir bekommen dazu ein paar Kleinteile, zwei Sorten Schrauben, aber dazu gleich mehr. Dann geht es weiter mit dem Thema der Kurzhauber-Story vom LF13, und zwar der Titel wie Phönix aus der Asche. Ne? Und da habe ich mir das eben hier schon kurz durchgelesen. Ich möchte euch das kurz vorlesen, ne, weil es eigentlich doch schon ein nennenswerter Punkt ist, und zwar, passt auf, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war die Versorgungslinie in Deutschland und Europa dramatisch schlecht. Besonders hart traf es die Menschen im Hungerwinter 1946-47, einer der kältesten Winter seit Menschengedenken. Die Lebensmittelversorgung brach zusammen, mittelbar litt darunter natürlich auch die Industrie. Der Aufschwung begann erst zwei Jahre später, mittendrin der im Frühjahr 1949 präsentierte neue Dreitonner von Daimler-Benz. Ne? Und da natürlich die Präsentation wirklich super gelungen. Ne? Und zwar hier bloß als Schwarz-Weiß-Bild, aber das ist schön mit Blumen und allem drum und dran. Ne? Sieht klasse aus. So, dann haben wir natürlich hier noch die drei verschiedenen Kategorien. Ne? Achso, L3000S und der L3000 oder der L3250, das waren also quasi die vorgestellten neuen Autos. Und zwar einmal hier ein Innenlenker, ein Cabriolet A und ein Cabriolet B, Zungenbrecher. Ne? Genau. Und dann haben wir hier noch den L4500K. Und hier noch ein schönes Werbebild für den Mercedes-Benz Diesel L3000. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich die Geschichte von Daimler-Benz. 1925 persönliche Querelen, wirtschaftliche Talfahrt. Okay. Ja, hier so ein schönes Werbeplakat, damals für die Zeit so üblich, ne? So karikaturmäßig. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich Spezialfahrzeuge für jedes Terrain. Und da sehen wir schon Renntransporter vom LKW zur Hightech-Schaltzentrale. Und da sehen wir schon einen schönen Renault Premium, ist das glaube ich, ne? Hier vom Team Red Bull. Also quasi so ein LKW, die komplette Leitzentrale, die man so, ich weiß nicht, falls ihr Formel 1 guckt oder was, dann sieht man ja immer so diese Zentralen da am Rand stehen. Ne? Oder ist es sogar so ein Transporter, wo die Autos drin stehen? Müsste man sich halt mal hier durchlesen, ne? Genau, und hier sieht man sogar noch so ein altes Modell, dieser blaue Unicum,
der unter Türkheimer Rennabteilung tat in den erfolgreich abgeschlossenen Motorsport-Saisons 1945 und 1955 nicht nur akkurat seinen Dienst, er brachte Mercedes-Benz durch weltweite Aufmerksamkeit. Und dann natürlich noch unter der Haube LKW-Technik der Retarder, lebenswichtiger Bremsfallschirm. Zu guter Letzt noch der Blick auf die nächste Folge und auch hier werden wir dann die Längsträger weiter konstruieren und entsprechend die andere Seite fertigen. Ne? Doch kommen wir jetzt erstmal zu dieser Folge. Nehmen wir jetzt erstmal wieder den Beutel und schnibbeln hier alles raus. So, da haben wir jetzt hier einmal den 13A linker mittlerer Längsträger. Also das ist schon das mittlere Segment. Was darauf schließen lässt, dass nur noch eins hinten rankommt. Dann haben wir hier ein Beutelschrauben NM und zweimal 13B, zwei obere Winkel. Und entsprechend hier, da komm her, 13C, zwei untere Winkel. Dann noch dieses Teil hier, 13D. Der erste Rahmenquerträger und ein Beutelschraube KM. Nehmen wir uns also als erstes das Konstrukt. Und halten schon mal probeweise dieses Teil hier als Verlängerung dran. So, ne? Hier darauf achten, dass die zwei vorhin angesprochenen Einkerbungen quasi in der Mitte des Modells sind und vor allem nach oben zeigen. Noch leichter zu erkennen, dass diese Aussparung hier hinten nach oben zeigt. So, dann brauchen wir zwei Schrauben KM. Und eine obere Backe, da das unten, das ist oben, jetzt gucken, ob die gleich sind, ja, okay, so, also, wir legen also das Teil jetzt so rein, dann stecken wir von innen einmal diese Backe hier hinten ran, so, und schrauben das ganze Konstrukt jetzt von außen mit der Schraube KM fest. Ich glaube, jetzt muss ich gerade eben mal fummeln, wie man das am besten macht. Wahrscheinlich erstmal die Platten aufstecken, dann die Schraube durchstecken. Okay, so. Und dann dieses Teil von hinten ranführen. Und anschrauben. Okay, das hat wunderbar funktioniert. Dann machen wir dasselbe natürlich noch mit dem hier. Also wieder Schraube hier durchführen. Und von hinten das Teil gegendrücken und Schraube reindrehen. Super. So, nachdem wir das gemacht haben, nehmen wir uns jetzt entsprechend einen Winkel der anderen Seite. Legen den jetzt hier so drauf. Ne, halt andersrum. So. Also dieser Steg muss dann quasi mittig sein.
drehen das Ganze hier wieder rum und brauchen jetzt die Schrauben NM. So, stecken die Schrauben von außen wieder ein. Mal fixieren und festdrehen können wir es dann gleich. Und dann wackelt der Längsträger auch nicht mehr. Ne? So, damit sind wir für heute fertig, denn diese drei Baugruppen werden aufgehoben. Da schauen wir mal, wofür wir die später irgendwann benötigen. So ihr Lieben, damit sind wir leider schon wieder durch. Ne? Hat natürlich nicht ganz gereicht so für ein, ja, für ein langes Video. Ne? Waren ja bloß vier Schrauben, was wir eingebaut haben, aber wir haben jetzt hier schon mal die erste Verlängerung, ne? Und da kommt ja dann nochmal eine hinten ran. Also könnten wir uns ungefähr vorstellen, dass zumindest die oder der Querträger zumindest schon mal ungefähr so diese Länge haben wird. Ne? Bin auf jeden Fall gespannt, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, ihr auch und schaltet entsprechend zur nächsten Folge wieder rein, wenn es hier weitergeht mit dem Mercedes. Also macht's gut in dem Sinne. Ciao, euer Sebastian von der Farm Models. Haut rein.